You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him, boys. He never understood a thing. Tommy Vassetti? Shit. Didn't they never let him out? He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24-karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Ken Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vassetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months, then we go down, pay him a little visit, right? See how he's doing. Hey, hey, guys, it's Ken Rosenberg here. Hey, hey, great, hey. Well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nicely for ourselves, which is, you know, good. Okay. So, they're brothers, okay? One operates the business, and the other one does the flying. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Cadets reporting for duty, sir! Relax, relax. Are you well? Yes, thank you, Sergeant. Good. And here, you can call me Jerry. Okay. Okay, Jerry, huh? Now, Vic, tell me, why did you sign up, huh? Stay out of jail because you like getting shouted at, huh? What makes you polish your boots and put bullets in your guns in the hopes that maybe you get to shoot someone, huh? I got a difficult family. I got responsibilities. What, kids abroad giving you shit, huh? No, brothers. One is real sick, asthma, and I gotta pay the bills. The other, well, maybe he's sick too, but in a different way. My mom's a mess. So you joined the army to get rich? Not exactly, but, you know, my dad, he came here from DR. We didn't have a lot of opportunities. And what else was I supposed to do? Why did you join up? To get rich! Why are you messing with me, Sergeant? I ain't. Chill. Relax. Take a seat. Look, Vic, there are plenty of opportunities for a man who knows the game to make real money, so... I don't want any trouble, man. Who wants trouble? Nobody. Everybody wants to relax. No trouble. And there's plenty of money to be made. Nice and easy. Listen, I don't think this is for me. So if there's nothing else... Hey, relax, huh? Come on, Vic. I need a favor. No risk. So why do you need me if there's no risk? Because I gotta take registration. Besides, you're not on duty for a couple of days. Listen, take my bike, go over to the airport, and you pick up a package for me, huh? Okay, just this one favor, and that's it. Good. Listen, if plans change, I'll let you know. What's this? It's a pager, tough guy. Welcome to the 80s, Vic. Ja, willkommen in den 80ern und herzlich willkommen zu Let's Walk Through GTA Vice City Stories. Und ja, mit diesem Projekt geht auch ein sehr, sehr großer Traum von mir in Erfüllung. Und zwar, ja, ich bin ja gerade dabei mit meinem Let's Walkthrough-Projekt für GTA San Andreas, komme dort recht gut voran. Aber ich dachte, ja, da es doch noch ein bisschen dauert, möchte ich nebenbei noch was anderes machen, auch GTA. Und zwar etwas, das mir sehr am Herzen liegt und eben GTA Vice City Stories. Das spielt ja 2 Jahre vor GTA Vice City. Das habe ich versucht ein bisschen so, ja, mit dem, was ihr bisher gesehen habt, quasi mit dem kleinen Intro. Ist ein bisschen, wie soll ich das sagen? Ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Irgendwie rüberzubringen, dass es ein bisschen spannend auch wirkt und so weiter. Habe auch ein paar Sequenzen aus meinem Let's Walk Through Vice City Projekt reingepackt, aber das habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Nun ja, also dieses Spiel liegt mir sehr am Herzen, weil es spielt 1984 und 1984, das war einfach so ein geiles Jahr. Ich meine, allein für Filmfans, jetzt müsst ihr mal zuhören, was für Filme 1984 rauskamen. Wo fangen wir denn an? Ghostbusters, Gremlins, Karate Kid, Indiana Jones und der Tempel des Todes, Terminator, Police Academy, Beverly Hills Cop, Amadeus, Red Dawn. Red Dawn, auch die Rote Flut. Und was ja sehr interessant ist bei die Rote Flut bzw. Red Dawn, dass Patrick Swayze und Jennifer Grey, also das gleiche Filmpaar, das auch bei Dirty Dancing kam es, glaube ich, 2 oder 1 Jahr später raus, der Film Dirty Dancing. Das spielt auch bei Red Dawn mit, das ist sehr, sehr witzig. Dann Dune, A Nightmare on Elm Street, Teil 1, Freitag der 13. Teil 4 bereits schon. Und natürlich Die Unendliche Geschichte, auch ein ganz cooler Film. Also es sind eigentlich alle von, also fast die meisten dieser Filme, die ich jetzt gerade genannt habe, gehören zu meinen persönlichen Favoriten, habe ich natürlich auch alle. Aber auch rein von der Musik her ist im Jahr 1984 einiges gegangen. Ich kann da mal die Titel sagen, die 1984 da rauskamen. When Doves Cry von Prince. Okay. Footloose von Kenny Loggins. Against All Odds, Take a Look at Me Now von Phil Collins. Hello von Lionel Richie. Owner of a Lonely Heart. Dann natürlich eben Ghostbusters. Missing You von John Wayne, All Night Long von Lionel Richie, Girls Just Want to Have Fun von Cyndi Lauper, Time After Time auch von Cyndi Lauper, Jump von Pointer Sisters, Self-Control von Laura Branigan, Joanna von Kool and the Gang, I Just Called to Say I Love You von Stevie Wonder, Break My Stride von Matthew Wilder, 99 Luftballons von Nena, Stuck on You auch von Lionel Richie, also der Lionel Richie hatte 1984 auch Sternstunden, She-Bop auch von Cyndi Lauper, auch Cyndi Lauper hat ihre Sternstunden, Borderline von Madonna kenne ich gar nicht, A Sunglasses at Night, das kenne ich wiederum wieder von Corey Hart, Sister Christian von Night Ranger, Drive von The Cars, Automatic, auch von Pointer Sisters. Islands in the Stream von Kenny Rogers und Dolly Parton. Das ist ja Islands in the Stream, das ist noch witzig, das ist ja eigentlich, ich kannte die Melodie von dem Lied, kannte ich von Ghetto Superstar, aber das haben die gecovert eigentlich, die Melodie ist von Islands in the Stream. Islands in the Stream. Cooles Lied. Love is a Battlefield natürlich, Pat Benatar, Lucky Star Madonna, Breakdance Irene Cara, Cruel Summer von Bananarama, also Bananarama, das ist ja das bekannte Lied Venus, das immer da mit der Rasurwerbung da immer kommt. Give It Up, KC and the Sunshine Band, I'm So Excited, der absolute 80s-Hit von The Pointer Sisters, auch bekannt von Filmfans von Hot Shots 2. Ey Mann, das hört ja gar nicht mehr auf mit diesen Musiktiteln. Okay, das sind noch ein paar, die ich nicht so kenne. Tonight, Kool and the Gang, auch Kool and the Gang, auch so eine geile Band. Ja, Major Tom von Peter Schilling, jo, das wär's. Also eben 1984 ein Hammerjahr, kann man schon fast sagen, ja, politisch auch das Jahr, wo Michail Gorbatschow Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion wurde. Und ja, damit auch quasi der Niedergang des Ostblocks, aber auch, kann man sagen, das Ende des Kalten Krieges, was ja auch wiederum positiv war. Also wirklich ein sehr, sehr wichtiges Jahr 1984 und natürlich auch das Jahr, in dem dieses Spiel spielt. Und apropos Spielen, wir fangen jetzt endlich mal an zu spielen. Und zwar fängt es schon mal so an, dass die Steuerung ist wirklich sehr, sehr, sehr fragwürdig. Also ich spiele mit der Tastatur und ja, ich schaue, dass ich das möglichst smooth über die Bühne bringen kann und nicht, weiß ich wie viele Mal irgendwo reinfahre oder reinfalle oder vom Motorrad falle. Und was auch ein bisschen fragwürdig ist, ist die Geschwindigkeit des Spiels. Ja, wenn es jetzt mal so wie hier nur ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen liegt, dann ist ja das noch vertretbar, aber wenn es dann wirklich schlimm ist, dann werde ich dann auch mal den Zeitraffer einsetzen. So, aber jetzt beginnen wir mal die erste Mission. Hey, Army Boy! Jerry sent you. Say, Jerry? Ah, Sergeant Martinez. Sure. Come with me, soldier. I've got something for your boss. Man, life's been good to you. Ooh la la. Come on, let's take a ride. Here's Jerry's stuff. Tell him my cut goes up next time. Vice City's getting too peligroso for us freelancers. Ich wusste gar nicht, dass es 1984 schon Stringtangas gab. Speaking of which, we've got company. Grab that gun and take them out. Abandoned ship. So, wir springen in Zeitlupe von Bord, aber das ist nicht Absicht, sondern ja, und jetzt müssen wir ans Ufer schwimmen. Auch wieder in Zeitlupe. Also eben hier ist es so, man kann nicht wie bei GTA San Andreas einfach schwimmen im Wasser und dann tauchen, sondern hier ist es so, man hat quasi wie Ausdauer und wenn die Ausdauer verbraucht ist, dann ertrinkt man. Ist also quasi eine Verbesserung zu Vice City, aber in Bezug auf San Andreas ist es eher ein Rückschritt, weil da konnte man ja eigentlich unbegrenzt schwimmen und sogar tauchen. Jetzt bekommen wir eine Pager-Nachricht, auch in Zeitlupe. Martinez, versteck das Zeug in deiner Kaserne. Mann. Okay. Genau, ich werde mal da die Waffe weglegen. Bring das Paket in deine Kaserne. Und ja, wenn es wieso wie jetzt, wenn es noch einigermaßen geht mit dem Leaken, dann ist ja das in Ordnung. Aber wenn es dann wirklich mühsam wird, dann werde ich dann auch den Zeitraffer einschalten. Dann darf ich allerdings nicht kommentieren dazu, weil sonst hört man mich in der Mickey-Maus-Stimme. Ja, klingt zwar noch witzig, aber ich weiß nicht, ob das so jedermanns Sache ist. So, ich springe da in die rosa Markierung. Das ist deine Kaserne. Gehe in die großen Kegel, um Gebäude zu betreten oder zu verlassen. Tun wir doch da mal, wie uns befohlen. Ja eben, und jetzt habe ich den Zeitraffer reingetan, weil sonst hättet ihr euch nur genervt. Und ja, wir hätten damit wirklich unsere erste Mission quasi erledigt. Speichern kann ich nicht, das ist so eine 4,5 Zoll Diskette, die kenne ich noch, als ich dazu mal Maniac Mansion, oder 4,5 Zoll, weiß nicht, ob das der richtige Name ist, auf jeden Fall Maniac Mansion und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Und natürlich Zack McCracken habe ich dazu mal auf solchen, ja, Dingern. Und die waren noch ziemlich empfindlich, also die durfte man dann nicht irgendwie grob anfassen, weil die waren so flexibel quasi. Und also die 3,5 Zoll waren dann wirklich ein riesen Fortschritt. Die waren vor allem auch kleiner, handlicher und vor allem stabiler. So, jetzt tun wir aber Folgendes. Jetzt werde ich irgendwie speichern. Und in der nächsten Mission werden wir nicht weiter, also in der, Entschuldigung, nicht in der nächsten Mission, in der nächsten Folge werden wir nicht weiter mit Missionen machen, sondern wir werden mit einer Nebenaktivität starten und zwar mit dem Sammeln der versteckten Päckchen. Allerdings, und jetzt haltet euch fest, es sind eben nicht Päckchen, sondern es sind Luftballons. Und zwar, tja, was denkt ihr? 99 natürlich, 99 Luftballons. Wir werden die 99 Luftballons sammeln. Und dann haben wir nämlich hier, also hier wo ich jetzt stehe, haben wir dann alle Waffen schon parat und dann können wir die Mission in Angriff nehmen. Ich habe mir noch überlegt, ob ich dieses Spiel vielleicht blind spielen werde. Ich denke es wahrscheinlich eher, ja, ich denke es wird wahrscheinlich ähnlich wie bei San Andreas, dass ich quasi so semi-blind spielen werde. Also semi-blind im Sinne von, dass ich eben so quasi die Karten, wo die Monster dann und eben die Luftballons sind, dass ich mir die quasi ja irgendwo her beziehe, dass ich da nicht suchen gehe, aber eben bei den Missionen, dass ich vielleicht die Missionen einfach mal ja mache. Und ja, wir haben ja auch bei San Andreas schon gesehen, dass es ja bei mir in der Regel beim ersten Mal in der Mission in der Regel nicht klappt und von daher ja wird es hier wahrscheinlich ähnlich laufen. Wenn wir aber dann noch sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß mit dieser ersten Folge. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geplappert. Und ja, ich freue mich, wenn ihr diesem Projekt treu bleiben werdet, wenn ihr auch die weiteren Folgen euch anschauen werdet. Auf jeden Fall danke ich euch recht herzlich für die Aufmerksamkeit und bis bald. Ja, ich wollte eigentlich, ja, genau, mal ein bisschen umdrehen. Ja, Wick und Mr. Cricetus verabschieden euch von euch und sagen Tschüss.